und herzlich willkommen zu einem neuen Simca Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich am Simca hinter die Kotflügelkante instand setze bzw. das Blech neu fertig am Simca. Ich möchte euch auch mal zeigen, wo der Simca grundsätzlich immer durchgerostet ist. Das ist so eine bekannte Schwachstelle an diesem Fahrzeug, genauso wie die C-Säulebleche und so weiter. Da gibt es doch immer wieder einige Durchrostungen. Wie gesagt, ich zeige euch das heute auf jeden Fall einmal, wie ich das Ganze anfertige, wie das Ganze funktioniert und wie ich das sozusagen mache. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall einmal an, wo das Simca in dem Fall durchgerostet ist. Wie man hier sehen kann, haben wir hier die Kotflügel, die Kotflügelkante sozusagen zur Seitenwand. Die ist hier auf jeden Fall einmal durchgerostet. Kann man auch da unten gut sehen. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Wir haben jetzt hier sozusagen das Blechteil. Das möchten wir jetzt ersetzen. Was wir vorab machen, wir sägen das jetzt auf keinen Fall vorab hier mal raus. Wir brauchen als erstes mal ein Muster, beziehungsweise fertigen uns jetzt das Teil vorab an und dann sägen wir sozusagen erst ein Teil raus und dann den anderen Teil. Machen wir die jetzt beide raus, haben wir keine Vorlage mehr. Und würde man natürlich auch hinbekommen. Wir haben alternativ noch die andere Seite sozusagen als Muster. Aber wie gesagt, sofern das hier noch vorhanden ist, tun wir uns da natürlich einfacher. Und jetzt werden wir auf jeden Fall einmal das Blech vorab anzeichnen, ausmessen. Und dann ein Muster erstellen und dann können wir das später raussägen und das obere Teil als erstes einsetzen und später machen wir dann das untere Blechteil. So, als erstes werden wir jetzt mal einen Meterstab brauchen, dann zeichnen wir uns das Ganze mal auf. So, 29. Ich habe mir das Ganze jetzt einfach mal aufgemalt auf ein Blatt Papier, was man schlussendlich haben möchte. Wie gesagt, das ist eine ganz grobe Zeichnung, nichts Genaues. Haben wir jetzt einfach mal grob die Maße aufgezeichnet. Jetzt habe ich mir hier ein Blech angemalt. 8 auf 29. Habe da jetzt einen Ticker dazugegeben, weil wie gesagt, abschneiden können wir es auf jeden Fall. Dazuschweißen ist auch möglich, aber ist deutlich komplizierter. Das schneiden wir jetzt auf jeden Fall mal gerade ab und dann werden wir das kanten. Und dann gehen wir noch weiter auf die Rollermaschine. Gucken wir mal, dass wir die Rundung hinbekommen. Und jetzt schneiden wir es als erstes mal zurecht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal grob unser Blech. 8 auf 29. Jetzt zeichnen wir auf jeden Fall mal die Kantungen an, wo man es kanten möchte. Und das machen wir jetzt vorab und dann werden wir das gleich kanten und dann heben wir es mal ins Fahrzeug hin, wie es bis dato jetzt schon mal ausschaut und ob es schon mal reinpasst. So, jetzt haben wir unser fertig gekantetes Blech. Das sieht jetzt sozusagen so aus. Das haben wir hier, die Kante haben wir auf jeden Fall einmal ganz leicht vorgetäuscht. Zur Not können wir es nachher noch ein Ticken zurückdrücke. Auf jeden Fall ist bis jetzt einmal ein schönes Blech.
Jetzt heben wir das Ganze einfach mal ins Fahrzeug hin und schauen mal, ob es überhaupt reinpasst. Und das machen wir jetzt. Jetzt werden wir in das Blech auf jeden Fall die Rundung hier reinmachen. Das Ganze machen wir jetzt auf der Rollemaschine. Ich versuche eigentlich auf dem Blech so wenig wie möglich mit dem Hammer zu arbeiten, weil die ganze Klopferei und so weiter muss man nachher alles wieder aus dem Blech sozusagen später wieder glätten. Und das versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Deswegen machen wir die Rundung ins Blech sozusagen mit der Rollemaschine. So, jetzt haben wir hier unsere Rollemaschine. Hier gibt es auch wieder verschiedene Aufsätze, was da im Endeffekt jetzt mit dem Blech macht. Genauso wie wenn das jetzt mit dem Hammer machen würdet. Ihr streckt im Endeffekt das Blech, wir rollen das durch. Das Blech geht auseinander, weil das Material muss ja irgendwo hin. Das heißt, wenn wir das Blech rollen, müsst ihr euch eigentlich vorstellen, wie wenn eure Frau zu Hause einen Teig ausrollt von dem Kuchen. Als erstes haben wir einen dicken Bolle sozusagen und dann rollt sie das aus mit dem Wellholz. Und so machen wir es im Endeffekt mit dem Blech genauso. Wir rollen das Blech durch, das Material muss irgendwo nach außen weg. In der Mitte wird es ein Ticken dünner und damit haben wir unsere verschiedenen Aufsätze. Die sind leicht gewölbt oder gerade und somit kriegen wir in ein Blech, ohne zu klopfen, kriegen wir im Endeffekt eine Rundung rein. Und das machen wir ganz einfach mal. Ich habe mir das schon mal grob angezeichnet, wo ich es durchrollen muss. Und somit habe ich meine Markierung da dafür. So, wie man das jetzt sehen kann, macht das Blech jetzt auf jeden Fall einmal einen leichten Bauch. So wollen wir es eigentlich haben. Wie gesagt, jetzt müssen wir es wieder am Fahrzeug ausprobieren, ob das passt. Und zur Not müssen wir es einfach nochmal nachrollen. Und auf jeden Fall bis jetzt einmal ohne zu klopfen. Jetzt heben wir es ans Fahrzeug hin und schauen wir mal, wie es bis jetzt aussieht. So, das Blech habe ich jetzt einmal ans Fahrzeug hingemacht. Wie man eigentlich erkennen kann, tendiert das Blech jetzt eigentlich schon in die Richtung, wo wir es eigentlich haben wollen. Wie gesagt, das Ganze kürzen wir jetzt auf jeden Fall hier noch ein. So lange brauchen wir es definitiv nicht. Hier oben liegt es schon fast an. Unsere Kante haben wir auf jeden Fall schon. Das hier sieht schon mal ganz gut aus. Hier müssen wir noch mal ganz leichte Rundung reinkriege. Hier hinten läuft es dann wieder geradeaus, aber das können wir nachher zur Not noch klopfen. Auf jeden Fall kürzen wir es jetzt einmal ein und dann heben wir das Blech nochmal hin. Aber jetzt rein nur durchs Durchrollen tendiert es eigentlich schon mal in die richtige Richtung, genauso wie wir es haben wollen. Jetzt kürzen wir es auf jeden Fall einmal ein und dann heben wir es nochmal hin. Und wenn das Ganze passt, können wir es anzeichnen und können es raussägen. So, die Kante hier oben werde ich jetzt auf jeden Fall nacharbeiten mit dem Hammer. Das machen wir jetzt auf jeden Fall einmal, dass es so ums Eck rum geht.
Ich nehme hier gern einen Aluhammer. Ist auf jeden Fall einmal schonender. Zum Aussägen von dem Ganzen nehme ich auf jeden Fall eine Luftsäge. Ich nehme hier keine Sägeblätter, so wie es jeder kennt, die wo man kaufen kann, wo vorgefertigt sind. Die sind für mich relativ teuer, beziehungsweise für andere sind sie auch relativ teuer. Da kostet ein Stück, meine ich zu wissen, 2 Euro. Und deswegen nehme ich hier handelsübliche Sägeblätter aus einer ganz normalen Handsäge und werde die mir zuschneiden. Hier bekomme ich 4 Stück raus und zahle unter 1 Euro. Ich weiß nicht, was die jetzt mittlerweile kostet. Ich glaube 75 Cent kostet so ein Sägeblatt. Und so ein vorgefertigtes Sägeblatt für die Luftsäge kostet 2 Euro plus Steuer oder wie auch immer. Und das ist definitiv zu teuer. Deswegen mache ich mir die Sägeblätter aus dem hier. Habe mir hier 50 oder 100 Stück gekauft und sägt genauso gut wie die für teures Geld. Schneide mir hier sozusagen mein Sägeblatt ab. Mache hier vorne auf jeden Fall eine dünne Kante hin. Und dann habt ihr in kürzester Zeit euer Sägeblatt gefertigt und könnt es in euer Luftsäge einspannen. Ich habe jetzt auf jeden Fall einmal das Blech vom Fahrzeug rausgesägt. Wie man hier erkennen kann, sitzt hier der Rost im Blech. Das andere Blech, wo wir jetzt rausgesägt haben, ist genauso durchgerostet bzw. genauso grotteschlecht. Deswegen sage ich, macht auf jeden Fall immer beide Bleche auf oder generell da, wo der Rost sitzt, sägt den auf jeden Fall raus. Lasst ihn nicht im Fahrzeug drin, schmiert hier unter Bodenschutz drauf bzw. Rostumwandler oder was es alles so gibt. Ich halte davon gar nichts. Investiert lieber 2 Stunden mehr und macht's vernünftig, dann wisst ihr, dass ihr das richtig gemacht habt. Und dann könnt ihr das auch mit ruhigem Gewissen lackieren und wisst, dass das für die nächsten Jahre auf jeden Fall funktioniert. Und dann hat das Ganze auch Hand und Fuß. Mit der Devise fahre ich bis dato jetzt am besten. Ich mache es entweder richtig oder mache es gar nicht. Ich schicke dann auch diverse Kunden einfach wieder vom Hof, weil ich muss schlussendlich mit meinem Namen parat stehen und dann will ich da auch eine tolle Arbeit abliefern. Das war eigentlich das Ganze für Teil 1. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gezeigt bzw. was gebracht, was ich so mache, mit welcher Maschine ich arbeite und so weiter. Und Teil 2 wird auf jeden Fall kommen in den nächsten Tagen. Dann schauen wir uns das untere Blech an, wie wir das fertigen. Da brauchen wir auch sicherlich noch eine Sägemaschine dazu. Die zeige ich euch dann auch noch. Und so sieht es bis jetzt auf jeden Fall mal aus. Ich sage bis jetzt schon mal danke fürs Einschalten und bis bald.